Hallo da so, liebe Leute, und welcome back bei Food Games. In Food Games? Wir machen heute wieder Food Games. Das ist das Game, was wir letztens erst gespielt haben, was ich mega cool fand. Und heute gibt's den zweiten Part. Ich zeig zwar gerade vier, aber ich meine den zweiten Part, liebe Leute. Wer den ersten Part nicht gesehen hat, checkt ihn unbedingt aus. Der war mega, mega lustig. Ich würde sagen, wir verlieren nicht viel Zeit. Starten rein. Let's go! So, also, wir sind hier wieder diese laufende Toilette, die Sachen einsammeln muss und sowas. Und kann ich die Kacke ein... Ich kann Kacke einsammeln. Okay, das ist ein Level, das hatten wir bisher noch nicht gehabt. Also das war auch echt ein bisschen seltsam, weil ich ein Klo bin, was Kacke eingesammelt hat. Was auch absolut gar nichts mit Food zu tun hat. Naja, aber das hier ist ein Level, das kann ich sehr gut. Okay, es war gelogen, ich kann das nicht sehr gut. Aber was ich kann, ist auf jeden Fall Farben erkennen. Und das ist eine Spezialität, Leute. Die ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr von Vorteil, wenn wir diese Levels hier versuchen. Nein! Bin ich doof? Oh mein Gott, ich bin echt doof. So. Bam, dann wird das hier zu grün. Das hier wird gelb. Das hier wird blau, blau, blau. Und jetzt kriegt der Junge mit der hässlichen Frisur wieder alles auf den Kopf. Geil! Okay, wir haben hier Fill up your basket. Und wir müssen jetzt hier erstmal der Ente sozusagen die Sachen... Oh mein Gott, was passiert hier? Oh, oh Junge! Ente, 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 Ente. Wow! Okay, das ist eine sehr, sehr schnelle Ente. Okay, Leute, ich weiß, ihr werdet jetzt hier gerade wieder in dieses Video reingeschmissen und es ist so mega hektisch, aber okay. Wir werden unser Bestes geben, dass ihr hier alle schön unterhalten werdet. Falls euch das Video natürlich gefällt, könnt ihr sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Das wäre sehr, sehr cool von euch, weil, ja, ich ein Pilot bin. Meine Damen und Herren, wenn Sie jetzt nach rechts schauen, sehen Sie Korsika. Auf Ihrer linken Seite sehen Sie den Sonnenuntergang. Das war ein sehr, sehr unlustiger Witz hier am Rande, aber wir müssen hier erstmal uns darum kümmern, dass wir bei diesem heißen Wetter erstmal ein schönes, kaltes Eis bekommen. Und das ist erstmal ein bisschen pink mit einer kleinen Portion, wow! Mit einer kleinen Portion, wow! Mit einer kleinen Portion Orange obendrauf und wir hatten 32% davon geschafft. Sortiere sie. Zack, 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 zack. Dack, dack. Bam. Okay, das ist es gewesen. Einfaches Ding. Sehr nice. Okay, Mix Sandwich. Käse, das, bam. Ist einfach. Ist einfach, ja. Ich habe schon etliche Brote in meinem Leben geschmiert und das war eins davon. Oh, das ist mein Lieblingslevel. Schnibbeln, schnibbeln, schnibbeln. Ich liebe Sachen zu schneiden. Das kriege ich richtig einfach hin. Guck mal, wie schnell ich das mache. Das nehme ich jetzt Rohre. Habe ich direkt gesehen, dass hier ein Rohr ist, was nicht geschnitten werden kann. Ha! Oh, okay, langsam wird das Ganze ein bisschen trickier. Mhm. Hopp. Hopp, 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 hopp. Okay, die ersten Level waren immer relativ einfach. Ich würde sagen, so von Level 1 bis 30 in der ersten Folge, die waren alle relativ simpel. Aber jetzt wird es ein kleines bisschen komplizierter, das Ganze. Puh, okay, der kleine Junge freut sich, denn er wird wieder mit Essen überschüttet. Nice. Okay, oh, jetzt, warum ist da eine Bombe? Was zum Teufel, warum sollte da einfach eine Bombe hin? Tschüss. Oh, Alter, habt ihr das gesehen? Ich habe einfach diese Bombe noch hinterhergeschmissen. Aber zum Glück ist ja eine Bombenstimmung draußen. Ein Bombenwetter. Wir müssen das hier irgendwie rausfriemeln. 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 Ja. Ja. Sieht gut aus. Jupp. Ja. Es steckt fest. Perfekt. Komm. Hallo. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Okay. Ja. Mhm. Oh, zwei Stück auf einmal. Ach, okay, das hat gereicht. Oh mein Gott, ey, das war gerade wirklich mega nervig. Next! Zack, Kuchen, 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 Kuchen. Yeah! Und das UFO kommt und nimmt einfach uns den Kuchen weg. Cool. Level 48 ist geschafft. Damit kommen wir direkt in Level 49 und es ist Sortiere. Easy going. Aha, das da darüber und das da dahin. Leute, falls ihr jemanden braucht, der eure Donuts sortieren kann, soll, muss, dann ruft mich einfach an unter dieser Telefonnummer hier, die euch unten eingeblendet wurde. Professioneller Donutsortierer. Okay, das hier wird jetzt, glaube ich, sehr, sehr einfach, denn ich bin der Ballprofi. Okay, 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 das verschwindet dann einfach. Ballprofi am Start. So, okay, grüner Ball hierhin, nächster grün, okay, das ist es sogar schon gewesen. Kleiner Junge mit der hässlichen Frisur freut sich. Make a sandwich? Das war einfach. Das war wirklich einfach nur ein Ei und ein Stück Salat. Schmeckt bestimmt ganz gut eigentlich. Mit bisschen Mayo oder sowas. Was ist das jetzt schon wieder? Kann man den Kopf bewegen von dem Typen? Nee. Wie soll das denn jetzt gehen? Das hier muss ich so rausmachen und dann so vielleicht? Vielleicht... So.
Wenn ich so mache. Wenn das Spiel jetzt so anfängt wie bei DOP oder sowas, dann nee. Nee. Nicht mit mir. Nicht mit mir, Leute. Nicht mit mir. Next. Okay. Bisschen orange. Wir müssen schon 100%ige Richtigkeit hier schaffen. Und den Rest einfach gelb. Und dann kommt da drauf eine leckere Kirsche. Oh, 100%. Mit Ansage, Leute. Mit Ansage. Holy Capoli, man. Next. Oh nein, Snack Attack. Kommt jetzt wieder Essen und Kacke vom Himmel. Digga. Was? Wieso geht das Klo kaputt, wenn ich was zu essen sammle? Ich soll einfach Kacke sammeln? Dann mache ich das. Alles, was dieses Spiel von mir verlangt, werde ich tun. Nice. Okay, es hat einer auf die Toilette gekackt und nicht in die Toilette gekackt. Das ist echt widerlich, Leute. Setzt euch am liebsten. Ich bin leise. Setzt euch einfach nur aufs Klo. So. Bam, bam. Bam, bam. Bam, 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 bam. Alles richtig. Alles richtig. Level 55 war einfach. Ja. Oh, okay. Ich mache einfach so komische Geräusche, gell? Oh. Oh, noch ein kleines bisschen, noch ein bisschen Schmutziludut. Was rede ich da? Ein bisschen Schnuppen. Nice. Das ist das Ding gewesen. Das ist das, was ich eigentlich wollte. In Schnuppele wollte ich gerade sagen. Nur ein kleines bisschen weiter nach rechts hätte schon gereicht. Dann hätten wir das Ding schon geholt. Okay, Sandwich machen. Tomaten, Dings, Ei und dann das. Schmeckt das? Schmeckt so ein Tomaten-Ei-Sandwich eigentlich? Falls ihr mal Bock auf ein Kochvideo mit mir habt, Leute, lasst es mich mal gerne in den Kommentaren wissen. Ich weiß, ich habe das schon tausende Male angesprochen, aber falls dieses Video hier 2000 Likes schafft, dann werden wir auf jeden Fall weitermachen. Next! Okay, wir müssen hier Sachen einsammeln. Nein, die Kacke nicht, aber den Käse. Nice. Ein hässliches Sandwich schmeckt aber trotzdem gut. Was passiert jetzt? Achtung! Ich checke das nicht, wirklich. Ich checke das nicht. Was bringt denn dann diese Bombe? Warum sind die da? Wenn die doch einem nichts machen können. Macht so gar keinen Sinn. Boah. Okay. Dann das da hier rüber. Easy. Nice. Okay. Das ist wirklich einfach. Sachen sortieren ist halt echt mega easy, oder? Next. Oh. Schnibbeln. Ich halt einfach durch, Leute. Einfach komplett volle Tüte durchziehen. Ich krieg einen Krampf im Finger. Aua, mein Finger! Au! Oh, entspannen. Weiterhacken. Lecker Baguette. Karotten. Tomaten. Bananen. Und fertig. Junge mit der hässlichen Frisur, sei sehr zufrieden damit. Next! Okay, Sandwich. Zack. Oh mein Gott, wir müssen wiederholen. Kann ich das so, so und dann so? Wow, okay, das ist das erste Mal, dass ich das wiederholen muss. Okay, somit wird die Sache dann doch ein bisschen trickier. Es regnet. Nein, ich habe die Kacke gesammelt. Okay, ich war gerade voll konzentriert. Gelb. Und wir machen das Ding richtig perfekt. Und dann diesen. Schöne drei Schichten cremiges Schoko-Vanille-Eis. Boom! Und die 100% sind drinne, Leute. So sollte das sein. Das macht keinen Sinn! Es macht keinen Sinn! Oh, wieder schneiden. Okay, die Sachen wiederholen sich gerade schon relativ häufig. Das bedeutet, wir kriegen gleich ein Ultra-Level, okay? Ich will's sehen, Leute. Wir kriegen gleich das Ultra-Level. Ich sag's euch. Das wird hier brutal. Juhu! Keine Rohre schneiden, weil dafür ist es nicht gedacht. Aber das Baguette. Und dann werfen wir den Jungen einfach mit Lebensmitteln ab. Buh, weg mit dir. Okay, das hier ist Pro-Level, Leute. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack.
Leute, wie ein Computer bin ich. Das hat schon gezählt. Okay, Profi. Ich habe nicht mal angefangen, das Level zu spielen und habe schon hier alles geschafft. Boom. Badabab, boom. Pow. Alter, das war wirklich simpel. Simples Ding. Okay, und jetzt ist es durch. Jetzt ist es durch. Jetzt. Das ist wirklich, wirklich einfach gewesen gerade. Level 68 kann doch nicht so leicht sein. Next. Oh, nee, ey. Ja, gib her die Kacke. Wow, wie lustig. Ich bin ein Klon, sammel Kacke ein. Wow. Level 70. Oh, da machen wir jetzt nochmal einen 100er. Da machen wir jetzt nochmal 100%. Ich sag's euch. So. So, und das hier werden die 100%. Es sieht exakt so aus wie auf dem Bild. 100%. Yeah! Pro am Start. Leute, ich würde sagen, wir beenden jetzt das ganze Ding hier, weil die Sachen wiederholen sich jetzt ein bisschen öfters und so, falls ihr Bock auf das Game habt, es heißt, wie heißt das Game nochmal? Food Games, genau. Es ist echt ganz geil, mir macht es mega viel Spaß. Ich hoffe mal auch, dass es euch genauso gut unterhalten hat wie mich hier die ganze Zeit. Und Leute, ich würde sagen, falls euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne, wie immer, einen Like da. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder hoffentlich beim weiteren Video um 14.30 Uhr kommen immer meine Videos raus, Leute. Schaltet doch auf jeden Fall öfters mal am Tag auf meinem Channel vorbei. Dann werdet ihr auch auf jeden Fall nichts mehr verpassen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder, Leute. Ich wünsche euch einen schönen, wunderschönen, angenehmen Tag. Kuss, geht raus und macht's gut. Tschüss!